vor 7 Jahren erhielt eine kleine Gruppe von Menschen, sogenannte Conduits, spontan die Kontrolle über Naturelemente, die sie als Waffen einsetzen konnten. Das Department of Unified Protection wurde gegründet, um alle Conduits nun als Bioterroristen bezeichnet, zum Schutz der Bevölkerung zu finden und für immer wegzusperren. Es wird angenommen, dass alle Bioterroristen gefasst und inhaftiert wurden. Als Resultat zieht sich das Department of Unified Protection langsam zurück und das Militär übernimmt die Bewachung der inhaftierten Bioterroristen. Heute verlässt der erste Militärtransport mit Bioterroristen das DOP-Gefängnis, Curtin K Station, und bringt sie in den Armeegefängnis im Norden des Staates Washington. Er wird dort nie ankommen. Und hiermit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Reihe. Beziehungsweise, da das Spiel schon etwas älter ist, einer älteren Reihe. Doch da ihr wir vielleicht wisst, wenn ihr das letzte Video von Final Fantasy gesehen habt, ich das Spiel ziemlich verkackt habe, habe ich mir gedacht, müssen wir wohl oder übel ein neues anfangen? Dann habe ich mir gedacht, was passt da besser, wenn wir schon beim Thema Fantasy sind, als in Infamous Second Son. Dieses Spiel finde ich einfach nur ultra krass. Allein wegen der Grafik, wie man es hier vielleicht schon wieder sieht. Es haut einem einfach um. Ich hoffe, euch wird das Spiel genauso gefallen, wie es mir gefällt. Da haben wir erstmal wieder unseren Derzen. Oder auch Liv Lloyd genannt. Zumindest sieht er mal sehr ähnlich. Richtig in Position bringen hier. Als allererstes werden wir mal dieses Gesicht verunstalten. Da kommt wieder unser richtig cooles. Richtig cooler Player, mal richtig zur Geltung hier. So. Lasset uns bomben. Na, da kommen wieder die Graffiti-Sprayer raus. Ich habe eine Mücke auf dem Bildschirm. Verpiss dich. So. Schalala. Bomben, Bomben, Bomben. Bomben. Und Bomben. Das ist doch cool. Was ein Kunstwerk. Ich bin echt begeistert. Ja, ein bisschen. Man muss echt sagen, also Skinny Cap ist das mal definitiv nicht. Das hat noch nicht mal was von einem Fat Cap oder so. Das ist eher so nach dem Motto, Anfang der Dose weggeflext, mal draufgehalten. Ja. Ist der Wahnsinn, oder? Kunst ein Verbrechen ist dann. Ja. Ach, verdammt. Das ist der Wahnsinn. So wunderbar. Der Sheriff. Oh, willst du gleich festgenommen hier? Ich muss einfach hingehen, mich unter das Volk mischen. Die Party im Landhaus. Ich bin ein echt krimineller Superheld. Bevor er dich bekommt, bevor er dich kriegt. Ah, je, yeah, yeah. Ja. Schön hier drin verstecken, so zwischen Maisdosen und was weiß ich was. Ja. Das wird gehen. Genial. Ja. Warte, was ist das für eine Dose? Keine Ahnung. Was denkt ihr? Welche Dose ist das? Mais, Tomaten. Ich bin's nur, Betty. Grüne Bohnen, rote da Bohnen. Du den Tacker weglegen, echt jetzt. Hackfleisch in Dosen, keine Was Ahnung. Was machst du hier? Warum bist du nicht bei der Sache im Langhaus? Bei der Sache? Welche ja, Sache? Irgendwie habe ich mich heute nicht so komisch gefühlt, aber du siehst klasse aus, steht dir echt gut, im Ernst. Das ist Was schön. Hast du auf dem Dach getrieben, hä? Nix. Gar nichts. Nix. Nur nix, nix. Hast du was angestellt? Nö. Komm schon, ich weiß, dass du da drin bist. Also los, komm da raus. Ich hab nichts angestellt. Gar nichts. Du hast was angestellt. Okay. Nö. Und wenn schon, was willst du denn machen? Ja, weil ich hab keine Wahl. Er ist ein Cop. Das ist scheiße. Ich komme in 5 Minuten wieder. Und wehe, du bist noch hier. Das ist cool. Okay. Danke, Betty. Oh, Mann. Das ist das letzte Mal. Jo. Jetzt muss ich wieder in mein Büro. Offenbar erwarte ich einen Anruf. Komisch, wer könnte das bloß sein? So, jetzt können wir uns schon wieder bewegen. Die Grafik ist natürlich der absolute Wahnsinn. Springen. Sag mal, geht durch die Tür, Junge. Hallo, Freiheit. Ja, servus, Freiheit, alles fit. Und jetzt der leichte Teil. Ab zum Langhaus und für ein Alibi sorgen. Gute Idee. Da runter.
finden sie einen sicheren Weg vom Dach, ja. Genau, einfach springen, das ist einfach immer das Beste, wenn er da hochgekrabbelt. Aha, aha. Ha, ha, ha. Alte Sprintweltmeister. Da ist er wieder. Da kommt's wieder hoch. Aus dem Weg. Aha, das sieht gut aus. Das sieht nach einem sicheren Weg aus. Man schaut's euch nur an. Sicher wie kein anderer Weg. Ho, ho, ho. Möwenkacke. Ja. Aufpassen ist ätzend, ne? Selten. Nur mal so. Er bewegt sich auch so richtig smooth. Da? Ja, ein bisschen abgehackt schon, aber. Ich meine, besser wie früher die Spiele, ne, Leute? Besser wie Final Fantasy. So. Ho, 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 ho. Dadurch. Oh. Noch ein bisschen mehr Möwenscheiße. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Scheiße, die Bullen, wo müssen wir lang? Komm, geh mal da hoch. Kämpf dich hoch, Junge. Die Bullen. Flucht. So. Gut, hauptsache mal neben das Holz gesprungen. Komm, geh. Sag mal. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Schon besser. Ho. Lang. Verpisst euch. Weg da, ihr Möwen. Ihr Amöben. Juhu. Das war knapp. Leicht risikohafter Sprung. Ich meine, was man nicht alles macht, ne, weil so ein Graffiti ist natürlich schon die Hölle. Oh Mann, was eine Grafik. Das ist der Wahnsinn. So wunderbar. Nicht untersehen, alles nur nicht untersehen. Warum? Ich schaue aber gerne nach unten. Du willst einfach fallen lassen, ne? Ab ins Wasser, eine Runde schwimmen. Geht das? Geht tatsächlich, aber ich kann nicht schwimmen. Warum kann ich nicht schwimmen? Verdammt. Alles klar. Ach nö. Ich will da hochkämpfen erstmal. Ja, schon besser. Hey. Ja, klasse. Wie gesagt, ich komme jetzt woanders da raus und dann halt nochmal den mutigen Sprung. Das Langhaus liegt links. Fast da. Ja, immer locker bleiben. Ich weiß, wo das Langhaus ist. Ich wollte nur mal gucken, ob ich schwimmen kann. Warum kann ich nicht schwimmen? Voll die gute Abkühlung hier bei dem Wetter. Guck dir mal an, die Sonne da brutzelt nach runter. Ich meine, okay, ich habe natürlich lange Klamotten an, was auch wieder verstörend ist. Aber wahrscheinlich als Skater muss man das haben. Ich meine, sieht aus wie so ein typischer Skater. Die Frage, was er fährt. Longboard. Der Plan läuft normal. Wie geschmiert. Ja. Und rein mit uns. Oh. Hey, Mann. Ich hey, servus. Schon ewig nach dir gesucht. Wir sollten no, du alter Sheriff, du. Ist für mich jetzt meinen eigenen Bruder festzunehmen und das immer und immer und immer wieder? Dann hör doch auf, deinen Bruder festzunehmen. Genau. Hältst du das für einen Witz? Jo. Willst du damit die Welt verändern, hä? Jo. Glaubst du, das macht unsere Eltern stolz? Jo. Krimineller Vandalismus? Hör mal, jo. Draußen läuft eine Menge okay. Scheiße ab und während ich da rausgehe, um mein Talent für etwas einzusetzen... Du versuchst dein Talent einzusetzen. Wovon zum Teufel redest du überhaupt? Warum lässt du mich nicht sein, der ich bin? Erzähl mir, vor welcher heftigen du Scheiße du oh, Mann. Wirklich, ich abgehen. Reggie? Was? Truck. Ja, Hauptsache jedes Auto erwischt, ne? Nicht mal ausweichen, aber jedes, einfach nur jedes. Da rennen zwei. Ihr Babsäcke. Ich folge den beiden. Bleib du zurück. Das Ding geht gleich hoch. Von dem explodierenden Ding wegbleiben. Okay? Okay. Auf hin. Warum kann ich nicht schneller sprinten? Das ist echt scheiße, ne? Ein Militär. Oh. Oh, da ist jemand. Da ist jemand eingeklemmt. Verdammte Scheiße. Danke, Mann. Ich dachte, ich werde draufgehen. Okay? Oh, Kopf. Ah, ja. Loslassen. Scheiße. Los. Lass uns gehen. Und die Hände so, dass ich mich los. Ich glaube, es geht ab. Ich will niemandem wehtun. Ja, dann lass mich los. Ich sagte, loslassen. Sonst werde ich schießen.
Genau. Ich sag, ich will niemandem wehtun. Junge, Junge, ui. Drogen, Drogen. Alles klar. Geht ab. Hallo? Leute? Warum liege ich jetzt da auf dem Boden? Oh je. Reg? Was zum Teufel ist hier los? Gute Frage. Sieht irgendwie nicht so gut aus. Da, geh mal einen Reggie suchen, ne? Ui. Was zum Teufel war das nicht? Was zum Teufel? Gute Frage. Wow. Was passiert da mit mir? Oh Gott, nein! Du bist krank, Junge, du bist krank, ui. Aufhören, aufhören, aufhören! Oh, 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 oh. Was zum Teufel ist hier los? Was zum Teufel ist hier los? Gute Frage. Mein Gott. Oh mein Gott. Das soll aufhören! Oh, ein Baum auf der Straße. Reg, du musst mir helfen! Was passiert hier? Reg? Reggie! Reggie! Reg! Reg? Reggie! Ah! Mit Kreis geht das, aha! Wow! Nein! Das ist aber nicht Reggie. Cool! Mein Bruderherz, was geht ab? Alles okay? Dotson, was war das? Keine Ahnung. Aber du bist... So. Du musst dich da rausholen! Ja. Ja. Okay. Hilf mir schieben! Beide Finger aufs Touchpad. Muss ich sagen, das ist bisher eins von den einzigen Games, wo überhaupt das Touchpad richtig in Benutzung ist. Irgendwie war alle anderen Spiele, die waren so, ja. So, ja, war es vielleicht da, für das Menü aufzurufen oder so. Hier muss man es wenigstens benutzen, um Türen zu öffnen. Oder wie in dem Fall hier Autos wegzuschieben. Du bist mein Bruder. Das ist halt alles so eine Sache, ne? Du bist mein Bruder. Okay. Die Sache hier wird vorbeigehen. Versprochen, das wird wieder. Okay, hörst du mich? Hörst du mich? Okay. Ich sitz vor dir, natürlich höre ich dich, verdammte Kacke. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er den Stamm erreicht. Okay, okay. Ich brauch dich. Ich brauch dich jetzt. Okay, okay. Okay. Komm schon. Alles klar? Ja, ja. Dann los. Auf geht's. Stoppt ihn uns! Ist echt witzig, wie gemütlich der joggt. Aber ich hätte es doch vorhin nie zu dir geschafft, ohne. Hat's mal nicht eilig, auf jeden Fall, den aufzuhalten. Okay. Du sollst nicht glauben, dass das, was passiert ist, etwas Gutes ist. Okay? Das ist nämlich nicht. Oh. Sheriff, wir kommen nicht rein! Der Knopf klemmt! Ich glaube, welcher Knopf? Kriegt die Hose nicht auf, oder was? Schmolzen zu. Wie zum Teufel ist er da durch? Ich glaube, er ist gerannt. Kannst du das? Ja. Na los, finden wir es raus. Dawson ist auch ein Bioterrorist. Hey. Nein, ist er nicht. Verdammt. Bleib doch da, Leute. Wenn Leute das von dir erfahren, gibt es eine Panik. Ach, gut, was? Geh. Beruhigt die Menge. Ich bring Hilfe mit. Sieh nach, ob Betty mit dem Bioterroristen da drin ist. Und pass auf. Man weiß nie, wozu diese Freaks fähig sind. Okay. Ja. So. Diese Freaks. Ich bin ein Weg in die Fischfabrik. Durch die Tür. Nein. Nicht durch die Tür. Ich muss irgendwas tun. Betty braucht mich. Jawohl. Ab durch den Ventilator. Luftschächte. Gut zu wissen. Ist auch noch da rein. Komm schon. Ja. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Autsch. Das tut sicher weh. Gut, da brennt's. Betty? Betty? Ah. Da brennt was, da glimmt, es glüht. Oh, eine Kette. Alles klar. Oh, ja, das funktioniert. Ich will die Überraschung nicht verderben. Das Ghost Rider oder was?
Aus dem Weg! Holz, ich mach dich fertig! Da, Betty. Ganz ruhig! Sie müssen bleiben weg von Sie hier weg von mir! Ich versuche Ihnen zu helfen! Bleiben Sie weg von mir! Ich wollte nur für eine Ablenkung sorgen. Ich wusste nicht, dass hier jemand kenne. Du hast mir das angetan! Du bist ein Conduit! Oh. Betty! Na, Betty! Ich erklär's dir später, aber du musst sofort hier raus! Oh, oh, oh! Nein, erst bringst du das in Ordnung! Genau! Ich hab erst mal ein bisschen geprügelt hier. Schön Gedanke gelesen. Ich war fast mein ganzes Leben im Knast. Geht's rund? War einfach genug, auszubrechen. Man okay. wartet einfach auf die günstigste Gelegenheit. Als ich die Kräfte bekam, Mann, ich war unaufhaltsam. Bis dass die UP mich dann erwischt hat. Ja, dann ist die Frage, wie bekommt man die Kräfte? Loch, dass sie Leute wie mich reinstecken. Das wird, glaube ich, und wurde, glaube ich, nie geklärt, wie man eigentlich zu den Kräften kommt. So einfach so. Machst du auf einmal morgens so beim Duschen Klack und du bist aus Wasser oder was? Oder du steckst deine Kippe an und bist aus Rauch? So kann Hallo? Doch nicht leben. Das müsste ja auch irgendwie mal erklärt werden, ne? Da gab es dieses rothaarige Miststück. Das Einzige, was ich mir erklären könnte, wäre durch Geburt. Das, allerdings hätte er sie dann ja von Anfang an schon gehabt und hätte es erst bekommen nach dem Ausbruch. Aber im Laufe der Zeit lernt man ein paar Tricks. Man muss nur Geduld haben. Früher oder später machen sie Fehler. Ist immer so. Man sieht vielleicht etwas, man hört etwas, erfährt etwas, das man nicht wissen soll. Als das Miststück uns drei also in den Wagen steckte, da wusste ich, was gekommen war. Ja. Eine günstige Gelegenheit. Der Ausbruch schlechthin. Gut. Das Ganze hat ja bisher soweit geklappt, ne? Sein Ausbruch. Dann können wir ja... Du warst da. Du warst in meinem Kopf drin. Ihm sagen... Das war ich. Das war's nicht. Gute Reise. Du hast es gesehen? Das DOP-Gefängnis? Oder wie es auf verschiedenen Sprachen heißt. Good Vacation und was ist was? Ah, leck mir am... Da ist er drin, da ist er drin. Jawohl. Oh, oh, da ist er. Ich warne dich, Kleiner. Hau ab! Ich warne dich. Halt's Maul! Da. Ach, der stinkt nach Rauch, der Typ. Attacke! Keine Ahnung, was passiert ist. Aber du solltest lieber abhauen. Warum? Bam! 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 Genau das tue ich jetzt. Auch wenn ich dabei durch dich durch muss. Nirgendhin, bevor du das Bam! Bam! Das kann man nicht in Ordnung bringen. Dann Bam! Bam! Zeig mir wenigstens, wie man es kontrolliert. Keine Zeit. Das DOP ist unterwegs. Bam! 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 Muss ich schon die Abreibung geben hier. Ey, du Sauhund. Wuhu! Alter. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ab. Jetzt hab ich ne. Das Feuer verschafft uns nur 2-3 Minuten maximal. Ah. Sag mal. Ich gehe zurück nach Hörnkäse. Bam. Bam. Wer immer da kommt, kommt wegen dir, Mann. Nicht wegen mir. Bam. 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 Die Leute hier wissen von dir. Und sie weiß, wie man sie zum Reden. Viel Glück, Kleiner. Auf keinen Fall. Ich ah. geh nicht in einer Fischwappe drauf. So, da raus. Alles klar. Okay. Raus mit den Stammer. Oh. Lass mich hier abhauen. Und hey, Leute. Hier etwas hierüber erfahren. Warte mal, stopp. Wir können noch reden. Okay. Oh, Henry. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir. Mann, ist die hässlich. Gut. Wir haben ihn, oder? Ich hab euch den bösen Conduit geliefert. Gute Arbeit, Leute. Besonders ihr da. Bioterrorist. Henry Daughtry war ein Bioterrorist. Bioterrorist. Conduit ist ein Wort, das Verräter benutzen, die mit ihnen sympathisieren. Du bist kein Mädel, komm mal her. Verräter. Klar, es gibt ein paar Schellen. Gib mir Mühe. Du wirkst nervös. Nein, klar. Ich bin nicht nervös. Aus Erfahrung weiß ich, dass Menschen nur aus zwei Gründen nervös sind. Entweder sie sind feige oder sie haben etwas zu verbergen. Ich werde auch bei hübschen Mädels nervös. Du warst mit den Bioterroristen allein. Ja, aber das bedeutet ja, ne?
Hübsche Mädels kannst du ausschließen, feige kannst du ausschließen, also sowas zu verbergen. Weil hübsch ist die immer definitiv nicht. Reden gehalten über Verschwörung. Die alte Knittervisage. Nein, er hat mir gar nichts erzählt. Das ist gut zu hören. Na, alles klar, dann kannst du ja. Mo. Weißt du, wir führen einen Krieg auf Leben bist und Tod. Der Abflugmacher, all die Schabrakti. Das ist mein Job. Alles zu tun, damit wir diesen Krieg auch gewinnen. Ja. Du musst dich nur an die Front stellen, hauen sie alle ab, wenn sie das Gesicht sehen. Tja, ist schon komisch, so. Oder? Bist du nicht auch eine Bioterroristin? Schön. Okay, okay, okay. Immer ganz klug gewählt die Worte hier. Die Worte. Ja, bin ich. Manchmal muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. Und jetzt steht fest, dass du kein Feigling bist. Was bedeutet, dass du mir etwas verheimlichst? Ja. Was? Klasse. Was tust du da? Das geht wieder aggressiv, die Jungs. Aggressiv. Ich bin gesetzlich dazu befugt, diese Rechte aufzunehmen, wenn vom Leib. Ich es für angebracht halte. Wie jetzt zum Beispiel. Ich frage nochmal, was war da drin los? Nix. Was soll denn da drin los gewesen sein? Und ich sage es nochmal. Nichts. Ah! Hey. Tut ziemlich weh, hm? Hässliches Wesen, du. Vielleicht weiß ich, was da drin los war. Nein, Betty! Nicht! Wirklich? Keine Antwort? Tja. Wenn du mir wirklich nichts zu erzählen hast, plaudere ich mit der netten alten Dame. Alter. Aber denk dran. Beton ist besonders gefährlich für gebrechliche Knochen. Und wenn sie nicht redet, mach ich einfach mit dem Nächsten weiter. Und dem Nächsten, bis es endlich jemand tut. Alter. Hast du mir etwas zu sagen? Oder soll ich lieber mit deinen Freunden hier reden? Ich mach dich fertig, du. Alter, Ginger-Cop, du. Opfern Sie den... Oh, ich darf mich entscheiden. Stellen Sie sich oder opfern Sie den Stamm. Also. Ich würde sagen, da wir eigentlich immer recht gut versuchen zu bleiben, tun wir es lieber stellen, anstatt den Stamm zu opfern. Ich bin ein Conduit. Was? Ich sagte, ich bin ein Conduit, okay? Ich hab's mir gerade erst eingefangen von dem Kerl. Eingefangen? Ja. Sehr lustig. Warum? Delta. Na, Betty? Vielleicht kannst du mir eine Antwort geben. Oh Mann. Ja, hab gehört, das soll wehtun. Oh Gott, guck mal, der hat sogar Falde auf der Nase. Leute. Auf der Nose. Geht ihm gar nicht. Neue Kammerstufe, Beschützer. Sie haben den ersten Schritt getan, um ein Held zu werden. Ist aber schön. Richtig schön. Wir sind jetzt ein Held. Ganz stolz bin ich. Richtig stolz. Hallo? Wo sind wir? Warum ist der Beton weg? So, Betty. Was zum Henker ist hier los? Gute Frage. So. Ist das Langhaus jetzt etwa ein Krankenhaus? Scheint so, ne? Da kann man auch durch, so wie es aussieht. Wie lange war ich weg? Ziemlich, so wie es aussieht. Nick, Mann, was ist passiert? Oh. Scheiße. Sieht auch nicht so gesund aus. Was geht da oben ab, fernsehmäßig? Okay. Das ist jetzt wiederum etwas unrealistisch, dass ich mich irgendwie nicht wirklich spiegel da drin. Hallo? So sollte es aber nicht sein. Oh mein Gott. Wie kann jemand sowas tun? Wie viele Menschen hat sie verletzt? Alle, so wie es ausschaut. Nur weiter, vielleicht finden wir mal die Betty. Und niemand konnte sie aufhalten?
Ja, wie dann? Ich bin der Einzige, der die Ufer halten kann. Oh, ist Betty, get well soon, Betty. Oh mein Gott. Betty, was geht, Betty? Du bist wach. Bettina. Okay. Hat Augustin dir das angetan? Ja, hast du wirklich. Nein, war ich. Ja, wer denn sonst? Dass ich dich an diese Zimtzicke verrate. Im Moment lassen sich doch alle coolen Kids die Beine piercen. Ja, nimm's mit Humor. Das heißt, alle hier. Wir sind akkurat. Nehmen wir es mit Humor, das ist doch ganz wir gut. Wir schützen unsere Leute. Wir sind komisch, nein, komisch. Okay. Niemand hier gibt dir die Schuld an dieser Geschichte. Ja. Solltest du auch nicht. Hey. Schäm dich nicht dafür, was du bist. Tu ich auch nicht. Das warum soll ich mich schämen? Du wurdest so geboren. Aber das bedeutet, ich bin jetzt einer von denen. Bist du nicht. Du bist kein bösartiger Bioterrorist, der umherläuft und einfach das Menschen weißt du doch noch nicht. Du bist ein guter Junge. Bei dir kommt eben einfach nur Rauch aus den Fingern. Klasse. Der Rauch aus meinen Fingern ist der Grund für diese ganze Katastrophe. Hey. Red dir nicht so etwas ein. Genau. Bleib geschmeidig und überleg wenn dir lieber, wie du dich rächen kannst. Irgendwie müssen wir ja die alte Faltennase da mal zurechtbügeln. Und die Falten mal wieder geklettet werden hier. Du musst ein bisschen liften. Und jetzt kann ich Rauch soll ganz gut sein, die Poren zu öffnen. Mach dir keine Sorgen. Ich werde schon wieder. Das ist gut. Bereiten wir uns auf die Rache vor. Na, und weg ist er. So sind sie, die starken Medikamente. Ich mach's wieder gut. Okay. Dann mach das. Wie gesagt, wir machen das. Oh Mann, Dörzchen. Ah. Oh, verdammt, na, ich dachte, wir würden verlieren. Wegen Beton in den Beinen? Ach, nee. Braucht es schon etwas mehr. Tja, ich schätze mal, Schnellheilung gehört wohl auch zu deinem neuen Ding. Zu meinen Superkräften, ich bin ein Superheld. Zeug ich bin jetzt Mr. Smoke. Ist das weg? Ich weiß nicht genau, Mann. Alte Kettenraube. Ist im Langhaus verboten, oder? Klar. Außerdem sollen die anderen ja schnell gesund werden. Gesund werden? Hey, Dalsim, diesen Leuten wird es nicht mehr besser gehen. Sie sterben, Mann. Das weißt du doch nicht. Nein, aber die Ärzte, die hier waren, als du bewusstlos warst, tun es. Und sie sagen, dass... Sie sagen, dass diese Splitter nur auf die gleiche Weise wieder rauskommen, wie sie reinkamen. Was? Das ist bitter. Aber das war Augustin und ihre komische Betonkraft. Ja. Das ist traurig. Scheiß drauf, Mann. Sieht aus, als würden wir beide sie aus Seattle wieder herholen. Wow, warte. Was, glaubst du, dass du sie überreden kannst, mit dir zurückzukommen? Komm schon, Mann, ich weiß, dass du dir den Kopf gestoßen hast, aber ihr zwei habt euch beim letzten Mal nicht gerade... Reggie. Es gibt immer Mittel und Wege, jemanden zu überzeugen. Ich bin schuld. Nein. Ich bring das in Ordnung. Nein, wir sind nicht schuld. Wir tun uns nur rächen. Du bist gerade erst wieder aufgewacht. Hör zu, ich weiß, du willst helfen, aber die Ärzte sagen... Dass man sie nur mit derselben Kraft wieder herausbekommt. Kapiert? Genau. Langsam macht's Klick. Dass wir Augustin gar nicht brauchen. Wir brauchen nur ihre Kraft. Gut erkannt, Großer. Ich sauge Kräfte auf wie ein Schwamm. Weißt du noch? Wenn es mit Rauch ging, warum nicht auch mit Beton? Aber was, wenn das mit dem Rauch nur Zufall war? Überleg mal, du müsstest dich durch wie viele tausend DUP-Leute zu ihr durchkämpfen? Ja, wahrscheinlich so in der Art. Ich erklär's dir im Wagen. Welcher Wagen? Du hast keinen Wagen. Ich... Das ist mein Wagen. Ja. Okay. Schon sind wir unterwegs. Ich hab mir da schon was überlegt. Richtung Seattle. Wir schlagen da auf, bedienen uns ordentlich am All-Inclusive Conduit Kraftbuffet, schauen uns vielleicht die Space Needle an, da wollte ich immer schon mal hin, und dann retten wir zu Hause ein paar Leben. Dir ist klar, dass wenn wir da aufschlagen, es gut möglich ist, dass die Stadt... Nun ja... zurückschlägt?
Ach was. Was soll das denn heißen? Es heißt, dass Seattle eine 500.000 Einwohner hat, die sich nicht gerade über die Bioterroristen freuen, die schon da sind. Weißt du bist da willkommen? Die sollen das nicht so eng sehen. Sein, okay? Ich bin ja ein Superheld. Ich werde Leben retten. Ich werde ein neuer Superheld. Ich werde genau. Du sagst es. Ein Superheld. Wach auf, Mann. Hey. Keine Sorge, Dell, okay? Wir bringen das in Ordnung. Wir werden dich heilen. Heilen? Heilen. Heilen. Aus den Fingerspitzen zu schießen, ich brauche nicht, brauch keine Heilung, ich brauche mehr Power. Ist, ich muss stärker werden. Geheilt werden muss, okay? Van Gogh war nicht normal. Gandhi war nicht normal. Ja, aber die Leute hatten keine Angst vor Gandhi, verstehst du? Die Leute haben Angst vor Bioterroristen. Das sind Freaks, okay? Das ist der vorprogrammierte Schwachsinn. Oh Mann. Shit. Hm? Ui. Ja. Scheint's auch gut rot gegangen zu sein, hm? Den Rest laufen wir wohl. Laufen? Was? Ja. Wo willst du hin? Hey. Na wohin? Nach Seattle. Verdammt. Und sonst? Großer Gott, sieh dir das bloß an. Pass auf, wenn okay. du es dir anders überlegt hast, dann laufen wir nach Seattle. Das ist unglaublich. Aber das Ganze erst das in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut und haut rein!